Heute möchte ich dir ein ganz besonderes Buch vorstellen, und zwar eines meiner Lieblingsbücher. Ich hatte die große Ehre, vor einigen Jahren an den Autor zu stoßen, und zwar das Buch heißt Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Und ich möchte jetzt hier einfach ein bisschen dir erzählen, worum es in dem Buch geht und was die Essenz von dem Buch ist. Ich bin jemand, der aus der Kirche ausgetreten ist, also ich habe nicht viel Connection zur Religion, was nicht bedeutet, dass ich nicht an Gott glaube. Und als ich ausgetreten bin, hatte ich die Erfahrung, dieses Buch in die Hand zu bekommen, und es hat mich bewegt. Es ist eines, also bisher, ich habe einige tausend Bücher gelesen, ist für mich dieses Buch auf Platz 1, und ich werde dir auch sagen, warum. Es ist nicht nur, weil ich so, weil das, was hier drin steht, phänomenal und wahnsinnig toll ist, sondern das Buch hat sich auch richtig toll verkauft. Wie das erschienen ist, ich glaube 1993, sind bis 2012 die Umsatzzahlen irgendwo bei 24 Millionen gewesen, und zwischen 2012 bis 2016 sind sie gestiegen auf 77 Millionen. Ja, also so richtig kritische Kurve. Und es gibt selten ein Buch, welches so viel Umsatz in einer der kurzen Zeit gemacht hat. Und der Grund, warum sich eben dieses Buch über 77 Millionen Mal, also wahrscheinlich jetzt schon viel mehr, verkauft hat, ist, weil das, was hier drin steht, fundamental ist. Es geht hier um den Neil Donald Walsh, der Fragen stellt. Er selbst hatte ein schwieriges Leben, hat, ich glaube, bis zu seinem 60. Lebensjahr war er obdachlos. Also vorher hat er irgendwo gearbeitet, danach wurde er obdachlos, war ein Jahr irgendwo in einem Park und hat dann wieder einen Job bekommen, wieder eine Freundin bekommen, und dann fing sein altes Leben wieder an, die Sorgen, Probleme und alles, worum es eigentlich bei ihm im Leben geht, dann ist immer schief gelaufen, und dann war er wieder in dieser alten Situation, und eines Nachts wurde er munter mitten in der Nacht und war stinksauer, wollte sich das Leben nehmen und hat dann einfach angefangen, einen Brief zu schreiben an den Gott, und hat sich richtig aufgeregt, was das für ein scheiß Leben ist, was der ganze Sinn dahinter ist, warum wir keinen Fahrplan fürs Leben bekommen haben, dass wir einfach nicht mehr ein Leid leben und diese ganzen Probleme haben, die er erlebt hat, und auch viele andere Menschen. Und irgendwie hat der Gott dann ihn zurückgeschrieben, ob das jetzt der Gott war oder der Neil, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das, was hier drin steht und wie es geschrieben ist, kann definitiv nicht von Neil gekommen sein, weil ich werde auch gleich ein bisschen was vorlesen, dann wirst du verstehen, warum. Auf jeden Fall, die Antworten, die hier drin stehen, sind so bewegend und phänomenal, dass man wirklich glauben könnte, es ist von Gott. Und da soll sich jeder sein eigenes Urteil darüber machen, da möchte ich jetzt hier kein Fazit darüber geben. Auf jeden Fall, dieses Buch hat das Leben vieler Menschen verändert. Es ist der Schlüssel zur Bewusstseinserweiterung, zumindest das Tor in das neue Denken. Wenn man dieses Buch gelesen hat, dann wird man verstehen, warum wir hier sind. Das kann ich dir wirklich versprechen. Ich kenne keinen Menschen, der dieses Buch nicht gelesen hat und danach nicht ein neuer Mensch wurde. Und ich meine jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine komplett neue Persönlichkeit mit weniger Ängsten, die versteht, worum es im Leben geht und die das Leben einfach aus einer anderen Perspektive sieht, aus einer viel positiveren Perspektive sieht. Ich werde hier einfach ein bisschen was vorlesen, und du sollst dir einfach dein eigenes Bild drüber machen. Und wie gesagt, vergiss nicht, 77 Millionen Menschen haben dieses Buch innerhalb von ein paar Jahren gekauft und gelesen. Und das schafft nicht jedes Buch. Ja. Ich habe hier schon was markiert. Ich werde dir einfach was erzählen, was ihr hier zum Beispiel schreibt. Ja. Und zwar, es ist hier aufgebaut wie ein Dialog, also der Neil fragt etwas und in dem Fall antwortet Gott. Und das Tolle an dem Buch ist, dass der Neil jemand ist, der extrem kritisch ist. Also das ist einer der kritischsten Menschen, die ich wirklich irgendwo gesehen habe, denn er traut sich, also wenn er jetzt hier mit Gott sprechen würde, dann fährt er ihn drüber. Also er sagt wirklich, das glaube ich nicht, verarscht den anderen und so weiter. Und da kommen dann immer Antworten, wo man sich denkt, okay, dann kommt der Neil und sagt, das glaube ich nicht und Co. Und dann kommt noch eine Antwort und dann sagt er wieder, das musst du mir genau erklären. Und dann wird das so gut erklärt,
dass man wirklich denkt, Wahnsinn, jetzt bin ich sprachlos. Ja. Ich werde hier einfach was vorlesen. Nils sagt, also hier kann ich dir nicht mehr folgen. Kommen wir auf die Sache mit der Schule zurück. Ich habe Lehrer um Lehrer und sagen hören, dass das Leben eine Schule sei. Ich bin offen gestanden schockiert, von dir zu hören, dass es nicht so ist. Und jetzt antwortet Gott, die Schule ist ein Ort, zu dem du gehst, wenn du etwas wissen willst, das du noch nicht weißt. Du begibst dich nicht an diesen Ort, denn du weißt etwas, wenn du bereits etwas weißt und dieses Wissen ganz einfach erfahren willst. Das Leben, wie ihr es nennt, gibt euch die Gelegenheit, auf der Erfahrungsebene etwas kennenzulernen, was ihr bereits auf der Erde der Begrifflichkeit wisst. Ihr müsst nichts lernen, um dies zu tun. Ihr müsst euch nur an das erinnern, was ihr bereits wisst, und danach handeln. Nils sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Fangen wir so an. Die Seele, deine Seele, weiß zu jeder Zeit alles, was es zu wissen gibt. Ihr ist nichts verborgen, nichts unbekannt. Doch dieses Wissen reicht nicht aus. Die Seele strebt nach Erfahrung. Du kannst wissen, dass du ein großzügiger Mensch bist, aber wenn du nichts tust, was diese Großzügigkeit zur Entfaltung bringt, dann hast du nichts weiter als eine begriffliche Vorstellung. Du kannst wissen, dass du ein gutmütiger Mensch bist, aber solange du nicht für jemanden etwas Gutes tust, hast du nichts weiter als eine Vorstellung von dir selbst. Deine Seele hat nur einen Wunsch. Sie möchte ihren großartigsten Begriff von sich selbst in ihre großartigste Erfahrung verwandeln. Solange dieser Begriff, diese Idee nicht zur Erfahrung wird, bleibt alles nur Spekulation. Ich habe lange Zeit über mich spekuliert. Länger, als ihr und ich gemeinsam uns daran erinnern könnten. Länger, als das Alter des Universums mal das Alter des Universums. Ihr seht also, wie jung, wie neu meine Erfahrung von mir selbst ist. Nils sagt, ich kann dir wiederum nicht folgen, deine Erfahrung von dir selbst. Und jetzt kommt etwas ganz Phänomenales, meine Lieblingsseite von dem Buch. Und zwar, in dem Fall beschreibt jetzt Gott, wie das Universum entstanden ist. Und wir müssen uns Gott vorstellen als, also laut dem Buch, als alles, was ist. Also in dem Fall als pure Energie, die alles ist. Ja? Und zwar, lass es mich dir so erklären. Am Anfang war nur das, was ist, und nichts anderes. Doch alles, was ist, konnte sich nicht selbst erkennen. Weil alles, was ist, alles war, was da war, und nichts sonst. Und daher war alles, was ist, nichts. Also nicht. Denn in Anbetracht von allem, was ist, nicht. Das ist das große Ist, ist nicht, auf das sich die Mystiker von Anbeginn der Zeit bezogen haben. Alles, was ist, wusste, dass es alles war, was da war. Aber das war nicht genug, weil es seine vollendete Großartigkeit nur begrifflich, nicht aber erfahrungsgemäß erkennen konnte. Doch es sehnte sich nach der Erfahrung seiner selbst. Es wollte wissen, was es für ein Gefühl ist, so großartig zu sein. Das war jedoch möglich, weil schon der Begriff großartig relativ war. Alles, was ist, konnte nicht wissen, was für ein Gefühl es ist, großartig zu sein, solange sich nicht das, was ist, zeigte. In der Abwesenheit von dem, was nicht ist, ist das, was ist, nicht. Verstehst du das? Nils sagt, ich denke, ja, fahre fort. Gut, alles, was ist, wusste eines, nämlich, dass da nichts anderes war. Und so konnte und würde es sich niemals von einem Bezugspunkt außerhalb seiner selbst erkennen, beziehungsweise kennenlernen. Ein solcher Punkt existierte nicht. Es existierte nur ein Bezugspunkt, und das war der einzige Ort im Inneren. Das ist nicht, ist nicht
das Bin, bin nicht. Doch alles von allem entschied sich dazu, sich selbst erfahrungsgemäß kennenzulernen. Diese Energie, diese reine, unsichtbare, unhörbare, unwahrnehmbare und von daher einem jeden anderen unbekannte Energie entschied sich, sich selbst als diese unvollendete Großartigkeit zu erfahren, die es war. Und es erkannte, dass es sich dazu einen Bezugspunkt im Inneren bedienen musste. Es folgte ganz richtig, dass jeder Teil seiner selbst notwendigerweise weniger als das Ganze sein musste und dass wenn sich das Selbst in Teile aufteilte, jeder Teil, der ja weniger als das Ganze auf den Rest seiner selbst blicken und Großartigkeit wahrnehmen konnte. Und so teilte sich alles, was ist in sich selbst. Wurde in einem glorreichen Augenblick das, was ist und das, was da ist. Zum ersten Mal existierte dies und das gesondert voneinander. Und doch existierte beides zugleich und tat all das, was keines von beiden war. So kam, dass es plötzlich drei Elemente existieren. Das, was hier ist und das, was dort ist. Und das, was weder hier noch dort ist, aber existieren muss, damit das Hier und das Dort existieren können. Es ist das Nichts, in dem alles enthalten ist. Es ist der Nichtraum und der Raum, der den Raum enthält. Es ist das Alles, was die Teile enthält. Wirklich schon geschrieben, es geht hier natürlich noch viel weiter, wo er dann weiter schreibt, warum es zum Beispiel groß gibt, warum es klein gibt. Also das Beispiel, das was ist, konnte nicht erkennen, was das Wort groß oder klein gibt es ja nicht, ja, weil alles alles ist. Und darum gibt es auch die Menschen, kleine Menschen, große Menschen, dicke Menschen, dünne Menschen, schwarze Menschen, weiße Menschen, dass man einfach weiß, was ich bin und was ich nicht bin. Von wo soll ich wissen, dass ich groß bin oder dass ich schön bin, wenn es das Gegenteil nicht gibt? Und darum gibt es alles, was es gibt, also in allen Varianten, damit alles oder damit jeder individuelle Punkt sich durch den anderen erkennen kann, was man selbst ist. Ja? Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen verständlich rübergekommen. Anders gesagt, ohne das Böse gibt es das Gute nicht. Ja? Das heißt, wenn man das Böse nicht erlebt hat, wird man nie das Gute fühlen können, ja? Und erleben können. Ja? Das heißt, man braucht immer das Gegenteil. Das heißt, zum Beispiel, du möchtest reich werden, dann wirst du Reichtum eigentlich nie erkennen können, ohne dass du vorher Armut erkannt hast, also gelebt hast und erfahren hast. Weil erst dann wirst du, wenn du das Gegenteil erfahren hast, wirst du immer das Positive erleben können. Und wenn du jetzt ein Ziel hast, etwas erleben möchtest, dann ist es immer schwer, das zu leben, zu erleben, weil es kommt immer, du willst jetzt zum Beispiel, du hast ein Ziel und du strebst alles, was du tun möchtest, in diese Richtung, dann wird immer das Gegenteil vorher passieren, damit du dann danach das erleben kannst. Und das kennst du sicher, du startest ein neues Projekt oder was auch immer. Und am Anfang kommen immer die Stolpersteine. Und die Stolpersteine sind immer die Dinge, die das Gegenteil sind von dem, was du möchtest, damit du danach erfahren kannst, was du willst, weil du das Gegenteil erlebt hast. Sonst kannst du es ja nicht fühlen. Ich möchte dir gerne noch etwas Kleines vorlesen, was mich hier bewegt hat. Und zwar, hier schreibt er über Schmerzen, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar, nichts ist an und für sich schmerzvoll. Schmerz ist ein Erlebnis falschen Denkens. Es ist ein gedanklicher Irrtum. Ein Meister kann den Schmerz zum Verschwinden bringen. Auf diese Weise heilt er. Schmerz ist die Folge eines Urteils, das du über etwas abgegeben hast. Heb das Urteil auf und der Schmerz verschwindet. Urteile gründen sich oft auf frühere Erinnerungen. Deine Vorstellung von einem Ding leitet sich aus einer früheren Vorstellung von diesem Ding ab. Und ich blättere kurz um. Ich sage da zum Beispiel, also Nils sagt dann, meinst du damit, dass ich kein schlechtes Gefühl wegen der verhungerten Kinder in Afrika, der Gewalt, der Ungerechtigkeit in Amerika, des Erdbebens, Hunderte in Japan und so weiter haben sollte? Antwort war,
in der Welt, Gott, das gibt es kein du solltest oder du solltest nicht. Tu das, was du tun willst. Tu, was du dich in deiner großartigsten Version deines Selbst widerspiegelst. Sie repräsentiert, wenn du dich schlecht fühlen willst, dann fühl dich schlecht, aber richte und verdamme nicht. Denn du weißt nicht, warum etwas geschieht oder zu welchem Zweck. Und denk daran, das, was du verdammst, wird dich verdammen. Und das, was du verurteilst, wird eines Tages werden. Trachte vielmehr danach, diejenigen Dinge zu verändern oder andere zu unterstützen, die sie verändern, die nicht mehr dein höchstes Gefühl davon, wer du bist, widerspiegeln. Doch segne alles, denn alles ist Gottes Schöpfung, in dem du das Leben selbst und das ist die höchste Schöpfung. Und eine letzte Sache möchte ich hier noch vorlesen, und zwar hier. Er schreibt hier über das Thema Schüler und Meister. Das wird dich sicher interessieren. Und zwar, der wahre Meister ist nicht derjenige mit den meisten Schülern, sondern derjenige, der die meisten Meister vollbringt. Der wahre Führer ist nicht der mit den meisten Anhängern, sondern jener, der die meisten Führer hervorbringt. Der wahre König ist nicht der mit den meisten Untertanen, sondern jener, der die meisten zum Königtum führt. Ein wahrer Lehrer ist nicht der mit den meisten Wissen, sondern jener, der die meisten anderen dazu bringt, über Wissen zu verfügen. Und ein wahrer Gott ist nicht der mit den meisten Dienern, sondern jener, der am meisten dient und so aus allen anderen Götter macht. Also wirklich tolle Sachen, und ich verspreche dir, wenn du das Buch gelesen hast, wirst du ein anderer Mensch werden, du wirst viel verstehen. Es geht hier um alles Mögliche über das Leben, über Sexualität, Beziehungen, Krankheit, Umgang, Schmerz, Angst, wie ist das Universum aufgebaut, wie funktioniert die Zeit, es geht auch viel um Physik hier. Also wirklich, wirklich fundamental. Also du musst dir einfach vorstellen, wenn du Fragen hast über dich selbst, über das Leben, wie du es besser gestalten kannst, wie du schlussendlich einfach glücklicher und erfüllter sein kannst und Fragen hast, wo du noch keine Antwort hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall Gespräche mit Gott, weil hier kriegst du die Antworten, denn Neil ist jemand, der die Fragen hat und er stellt sie, und wie gesagt, 77 Millionen Mal wurde es verkauft und das sagt schon was. Ja. Es gibt 3 Bände von diesem Buch, das ist Band 1, das ist Band 2, also in Band 1 geht es mehr um das Thema Menschsein, Liebe, Beziehung und alles, was zum Leben gehört. In Band 2 geht es mehr um Gesellschaft, Bewusstseinswandel, Politik, wie können wir eine Gesellschaft bilden, die funktioniert, die in Gemeinschaft zusammenarbeitet. Und also wirklich Hammerbuch auch. Und mein Lieblingsbuch von diesen 3 ist Teil 3, Kosmische Weisheit. Hier spricht er, was auf anderen Planeten funktioniert, wie andere Zivilisationen auf anderen Planeten leben und wie wir uns da viel abschauen können. Und das geht auch hier über das Universum sehr viel. Und wie man sozusagen hier auch sein Bewusstsein erweitern kann. Also diese 3 Bücher, es gibt auch eine große Version, da sind alle 3 Bücher enthalten. Und wenn du jemand bist, der gern Englisch liest, möchte ich dir etwas ganz Besonderes vorstellen, und zwar The Complete Conversations with God. Das ist ein sehr tolles Buch, und zwar schaut das so aus, und es ist richtig edel gemacht, und auch hier die Seiten, wie du siehst, wirklich ganz edel. Und hier das Schöne an der englischen Version ist, die Schrift ist weiß und blau. Das heißt, du hast hier einen Unterschied zwischen Frage und Antwort. Das ist wirklich ein göttliches Buch, kann man fast sagen. Auf jeden Fall ist es ein Buch, was dir helfen wird, das Leben besser zu verstehen, was dir helfen wird, einfach mehr mit mehr Freude und mit mehr Leidenschaft ranzugehen und einfach die ganzen Sachen, die dir tagtäglich widerfahren, einfach zu wissen, warum das Ganze passiert. Mir hat das auf jeden Fall geholfen, und das war für mich auch so der Türöffner, der mein Bewusstsein geöffnet hat. Und es gibt, falls du das Ganze umsetzen möchtest, auch ein Arbeitsbuch zu Band 1. Kann ich dir auch empfehlen, da sind eben viele Übungen drin, die man machen kann, um eben einfach sein Leben zu gestalten in Freude und in Liebe.
Okay, meine Bewertung. Es gibt ja, wie gesagt, zwei Bewertungen. Der eine Bewertung ist der Schreibstil und der ist auf jeden Fall, wenn es 5 Sterne gibt, bei 10. Nein, also 5 Sterne bei, zum Thema Inhalt, zum Thema Schreibstil, also wirklich flüssig geschrieben, unglaublich geschrieben. Und Content natürlich, wenn es 100 Sterne geben würde, dann würde es 100 bekommen. Aber da es nur 5 Sterne gibt, bekommt dieses Buch 5 Sterne und natürlich eine Gesamtbewertung von 5. Okay, ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, dass du dir dieses Buch mal besorgst und es vielleicht durchliest. Ich bin mir sicher, du wirst phänomenale Aha-Erlebnisse bekommen, wie die Menschen, die ich schon gelesen habe, die ich befragt habe, die das schon gelesen haben, die haben alle gesagt, sie haben bei dem Buch gelacht, sie haben geweint, sie haben alle möglichen Emotionen durchlebt und ich selbst auch. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du das Buch liest, hier diese drei Teile auf einmal, dann wirst du alle möglichen Emotionen spüren, du wirst viel verstehen und ich verspreche dir, vor allem wenn du Kinder hast, Erziehung, Band 2 ist zum Beispiel hier, da geht es auch sehr viel über das Thema Erziehung, wie man mit Kindern umgeht, was der Sinn von Kindern ist und wie man die Kinder so erzieht, damit sie schlussendlich dann später auch ein erfülltes und glückliches Leben haben. Also es geht wirklich um diese alle Themen. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Es wird vielleicht sogar, weil so viel Input drüber steht und weil ich ja alle Bücher vom Neil gelesen habe und das intensiv studiert habe, werde ich vielleicht sogar in eigenen Gesprächen mit Gott Kurs machen, wo ich einfach diese Sachen dann intensiver vorstelle und diese ganzen Theorien einfach dort ein bisschen visueller besser darstelle, damit man das einfach besser versteht, weil einfach nur gelesen, man hat dann das Wissen, aber wenn man das Ganze in einem Kurs dann auch noch hat, dann wird es sich ein bisschen spannender. Okay, in diesem Sinne kann ich dir dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Es ist von den vielen tausenden Büchern, die ich gelesen habe, bei mir auf Platz 1, zumindest unter den Top 3. Und ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ich bin nicht jemand, der selbst an Gott geglaubt hat vorher, aber wenn man das liest, dann kann man schon in die Richtung kommen und sagen, okay, wenn es einen Gott gibt, dann würde er so schreiben und dann würde er auch genau das schreiben. Und ich würde einfach sagen, mach dir dein eigenes Bild drauf und wenn du jemand bist, der ein Kritiker ist, der sagt, ja, Gott gibt es nicht, dann gibt es ihn auch nicht. Aber wenn du das gelesen hast, dann bin ich gespannt, was du danach sagst. Und ich bin auch an das Buch rangegangen, gerade weil ich gedacht habe, ein Gott kann es nicht geben und nicht mit mir. Und genau wegen dem habe ich es ja gelesen. Und als ich das dann zu Ende gelesen habe, habe ich dann gewusst, ob es einen Gott gibt, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber ich habe gewusst, es spielt keine Rolle, ob es einen gibt oder nicht gibt. Es geht schlussendlich nur darum, ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu leben. Einfach die Liebe, die man ist, sich selbst zu erkennen, dann wird man auch Gott erkennen, denn er ist in uns, wir sind es, wir sind er und dann wird man verstehen, worum es eigentlich im Leben geht. Und ich hoffe, du hast es vielleicht schon gelesen, lest es nochmal und würde mich freuen, wenn du das Buch, falls du es gelesen hast, schreib mir einen Kommentar, was du darüber sagst. Und wenn du es noch nicht gelesen hast, besorg es dir, lese es und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Freue mich, wenn wir uns in anderen Videos wiedersehen, falls du mehr Buchempfehlungen und mehr über das Thema Bewusstsein lernen möchtest, würde ich mich auch freuen, wenn wir uns in der Academy sehen. Ja, so viel dazu und bis zum nächsten Video.